Wenn du eine Photovoltaikanlage hast oder gerade dabei bist, eine anzuschaffen oder es dir überlegst, dann solltest du einen Trick kennen rund um die Umsatzsteuer, wie du wirklich Steuern sparen kannst. Diesen Trick schauen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und im Umsatzsteuergesetz, also hier geht es wirklich nur um die Umsatzsteuer, nicht um die Einkommensteuer oder Gewerbesteuer, sondern bei der Umsatzsteuer gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die für dich als PV-Anlageninhaber und Betreiber interessant sind. Die erste Möglichkeit ist die Regelbesteuerung. Regelbesteuerung bedeutet, dass du für die Einspeisevergütung, die du erhältst, Steuern zahlen musst, und zwar Umsatzsteuer, umgangssprachlich auch bekannt als Mehrwertsteuer. Allerdings auch auf die Leistungsentnahme, das heißt, wenn du deinen eigenen selbst produzierten Strom verbrauchst, musst du darauf Umsatzsteuer zahlen. Du musst wirklich laufend einfach Umsatzsteuer ans Finanzamt überweisen. Du kannst im Gegenzug aber die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wurde, zum Beispiel bei der Anschaffung oder bei der Planung oder bei der Wartung, die kannst du verrechnen. Und wenn du tatsächlich mehr Umsatzsteuer gezahlt hast an den Lieferanten und Handwerker und so weiter, dann erstattet dir das Finanzamt diese Differenz sogar wieder, überweist dir tatsächlich Umsatzsteuer auf dein Konto. Wenn du mit diesem ganzen Thema aber nichts zu tun haben willst, kannst du auch immer die Kleinunternehmerregelung wählen. Die kannst du immer dann wählen, wenn du insgesamt unter 22.000 Euro Umsatz pro Jahr bist. Dauerhaft. Dann musst du keine Steuer auf die Energie zahlen, die du quasi der Anlage entnimmst, aber auch nicht auf die Einspeisevergütung, kannst aber im Gegensatz auch nicht die Steuer geltend machen, die du beispielsweise bei der Anschaffung gezahlt hast. Man kann also stark vereinfacht sagen, dass die Regelbesteuerung immer dann Sinn ergibt, wenn du mit deiner Anlage einen Verlust machst, und die Kleinunternehmerregelung immer dann besser ist, wenn du mit deiner Anlage einen Gewinn machst. Beim Gewinn zählt auch die Leistungsentnahme mit rein. Du machst ja in der Regel gerade im ersten Jahr ein Verlust. Da hast du die ganzen Anschaffungskosten und die Installationskosten, und den ganzen Jahren danach machst du einen Gewinn. Theoretisch wäre es doch sinnvoll, am Anfang Regelbesteuerung zu haben und danach immer die Kleinunternehmerregelung. Und jetzt kommt die gute Nachricht, du kannst diese Methoden tatsächlich auch einfach immer wechseln. Leider bindest du dich in diesem Fall für 5 Jahre, aber du kannst hingehen und sagen, für die ersten 5 Jahre möchte ich die Regelbesteuerung, du holst dir die Steuer wieder, die du bei der Investition bezahlt hast, und nach 5 Jahren wechselst du zur Kleinunternehmerregelung und musst dann keine Steuern mehr zahlen. Ich denke, am deutlichsten wird das anhand eines Beispiels. Und zwar überlege ich mir, eine Photovoltaikanlage anzuschaffen, und zwar zu einem Preis von 29.750 Euro. Die 19% Umsatzsteuer von diesem Anschaffungspreis sind 4.750 Euro. Das ist das Geld, was ich mir vom Finanzamt wiederholen kann am Anfang, wenn ich der Regelbesteuerung unterliege. Und deswegen wähle ich auch am Anfang die Regelbesteuerung. Im ersten Jahr bekomme ich 4.750 Euro wieder. Weil ich aber die Regelbesteuerung gewählt habe, muss ich jetzt natürlich für die Entnahme, also für die Wärmeentnahme aus der Photovoltaikanlage und die Einspeisevergütung Umsatzsteuer zahlen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier über einen Wert, also Entnahme und Einspeisung, von 1.000 Euro im Jahr reden. Das muss ich versteuern. Und 19% von 1.000 Euro sind 190 Euro. Ich muss danach im Betrieb der Anlage, muss ich 190 Euro pro Jahr an Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Ich kann nach 5 Jahren von der Regelbesteuerung zur Kleinunternehmerregelung wechseln. Das heißt, danach, sobald ich Kleinunternehmer bin, muss ich mich nicht mehr um die Umsatzsteuer kümmern. Insgesamt muss ich also 5 Jahre lang ungefähr 190 Euro an Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Das sind über die 5 Jahre verteilt, 5 mal 190 Euro, 950 Euro muss ich an Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Und wenn wir uns mal den gesamten Zeitraum anschauen, kann ich den steuerlichen Vorteil sehen. Und zwar habe ich am Anfang ja 4.750 Euro bei der Anschaffung vom Finanzamt wiederbekommen und dann insgesamt 950 Euro an Umsatzsteuer wieder an das Finanzamt gezahlt. Wir rechnen, 4.750 Euro minus 950 Euro sind 3.800 Euro. Das ist insgesamt der steuerliche Betrag, den ich weniger zahlen müsste, wenn ich am Anfang die Regelbesteuerung wähle und dann so schnell wie möglich zur Kleinunternehmerregelung wechsle. Dieses Vorgehen lohnt sich in den allermeisten Fällen. Allerdings gibt es 2 Faktoren, die darauf einen Einfluss haben und bestimmen, wie viel Steuern du denn da sparen kannst oder ob du überhaupt Steuern sparen kannst. Der erste Faktor ist natürlich der Anschaffungspreis. Je teurer die Anlage war, desto höher ist natürlich auch der Betrag an Umsatzsteuer, den du vom Finanzamt am Anfang wiederbekommst. Der zweite Faktor ist quasi dein Umsatz, also den jährlichen Umsatz. Und der Umsatz setzt sich zusammen aus der Einspeisevergütung und das, was du entnommen hast. Wenn du zum Beispiel sehr, sehr viel Energie verbrauchst, weil du beispielsweise jede Nacht dein Tesla lädst und ja, dein Elektroauto einfach sehr viel Strom verbrauchst und du dadurch sehr viel mehr an Wert entnimmst, musst du vielleicht nicht nur 190 Euro Umsatzsteuer pro Jahr bezahlen, sondern vielleicht 500 oder 600. Also es ist immer basierend auf dem Wert, was du dieser Anlage entnimmst. Das führt dann natürlich dazu, dass unter Umständen diese Steuersparmethode bei dir nicht mehr so richtig funktioniert oder die Ersparnis kleiner ist.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und im Idealfall konnte ich sogar dafür sorgen, dass du jetzt ein bisschen weniger Steuern zahlen musst. Wenn du dazu noch eine Frage hast, schreib uns doch gerne einen Kommentar. Und wenn du dir jetzt denkst, ich würde das Ganze gerne an Steuerberater abgeben, ich habe gute Nachrichten. Wir sind Steuerberater und zwar spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und als PV-Anlageninhaber bist du selbstständig. Das heißt, wir sind bestens geeignet. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch gerne erstmal ein paar von unseren anderen Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Grundsätzlich